Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Clash of Clans und ja, jetzt würde ich sagen, geht's ab. Wir machen einfach mal wieder eine Folge. Ich war jetzt wieder lange leider doch nicht so aktiv, ne, wie ich wollte. Ich hatte letzte Folge da ein bisschen angekündigt, ja, ich möchte wieder aktiv werden und so. Warte mal, ich mach mal den Schub noch nicht an. Ich mache erst hier einen Kampf, würde ich sagen. Aber dann war ich irgendwie nur einmal oder zweimal maximal online die Woche wieder. Ich schaff's einfach irgendwie nicht, das in meinen Ablauf zu integrieren. In letzter Zeit, dass ich hier diese Spiele spiele, ja. Auch Boom Beach hat wieder sehr nachgelassen. Im Urlaub habe ich wesentlich mehr geschafft. Und das habe ich auch schon in einer der letzten Folgen mal erwähnt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber... Ja, ich habe hier immer so viel anderes zu tun in dem Kopf, ne. Wie ich letzte Folge auch schon wieder gesagt habe. Das ist dann auch mal dieser Teufelskreis von wegen, ja, ich bin die ganze Zeit, keine Ahnung, müde und dann komme ich wieder noch später ins Bett, weil ich den ganzen Tag nichts schaffe und kann mich nicht ausschlafen, weißt du, und es ist wieder am nächsten Tag genauso. Ja, das ist halt extrem nervig und ja, deswegen komme ich auch nicht zu sowas hier, ne, dass ich dann mal COC und so spiele, weil ich dann immer denke, ach nee, ich habe gerade keinen Bock, bin zu müde oder was weiß ich, ne, oder ich denke halt einfach schlicht nicht dran und dann, ja, ist es, habe ich wieder den Salat. Eigentlich hätte ich schon Lust, mal hier ein bisschen voranzukommen für die Videos und so, aber, ja, irgendwie schaffe ich das immer nur ganz selten, ey, es tut mir leid, ja, ich weiß nicht, mich stört das einfach selber so sehr, dass ich da so bin und dass ich das einfach nicht mal durchziehen kann. Ja, das ist einfach nur dämlich, ey. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal Schweinereiter, die Quest, scheiß drauf, ich mache das jetzt ohne zu überlegen, ne? Ich weiß nicht, wie viele wir da machen müssen. Was steht hier? Lieben preiswerte Heilungszauber, während des Schweineheiler-Ereignisses gibt es dieses Kombination zu günstigen Preisen. Belohnung, das. Herausforderungsereignis, gewinne Mehrspielerkämpfe. 9 Schweinereiter müssen benutzt werden. Okay, Fortschritt 1 von 3, 0 von 3. Okay, da können wir sogar einiges machen. Ja, dann kann ich ja mal die Schweinereiter noch weiter ausbilden. Wo geht das? Moment, wir müssen 9 Stück benutzen. Wie viele Slots verbrauchen die? Ich weiß es nicht genau. Ah ja, da oben steht's. Okay, dann... Ich nehme mal einfach ein paar... Ja, ein paar Riesen weg, würde ich sagen, ne? 95, auch 5 verbrauchen die, okay. Dann haben wir jetzt schon... Ah ne, warte. So, 8. So viele haben wir. Aber ich habe ja auch noch hier in der Schnellausbildung was, ne? Armee 1 und das, okay. Ja, das ist jetzt die Frage, wie kann ich das machen? Meine aktuelle Armee würde ich gerne ändern, ne? Kann ich die irgendwie Armee bearbeiten? Ah ja, hier kann ich die rausnehmen, genau, da nehme ich mal hier so ein paar raus. So, ja, so fast alle, ne, halt. Und ja, dann könnte ich hier Schnellausbildung, oder ne, Truppen ausbilden kurz. Ja, werden da die jetzt gemacht zuerst, oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil bei aktueller Armee, ne, Moment, die sind ja dann immer noch nicht da. So, wenn ich die jetzt rausnehme... Kann ich dann... Achso, dann muss ich hier bestätigen. Ja, wie viel waren das am Anfang? 11? Dann müssen 2 noch übrig bleiben. Okay. Du erhältst keine Erstattung. Okay. Ja, dann erhalte ich halt keine Erstattung. Mein Gott. Ist jetzt nicht so schlimm. Die sind ja nicht so fucking teuer, sag ich mal. Ne? Ich guck nur mal, ob ich dann hier die Schweinereiter kriege. Ich weiß es nicht. Ach komm, ey. Ich hätte schon 5-mal angreifen können, da wäre die scheiß Armee weg. Weißt du? Warum reg ich mich überhaupt noch so auf? So. Ich würde sagen, wir nehmen irgendwas Niedriges, ne, damit wir zur Quest kommen können. Machen wir mal das hier, würde ich sagen, so, genau, und, ja, dann schaue ich mal hier. Einfach mal, ganz viele Bogenschützen setzen, so, ohne Sinn und Verstand, damit wir ein paar Rohstoffe kriegen, vielleicht einfach mal, ja, ich will jetzt hier nur die Truppen loswerden, ne, das ist der ganze Grund. Okay. Und ja, dann schauen wir mal. So... Da oben ein bisschen was setzen. Ja, passt doch. Vielleicht hier noch ein paar Ballons hin. Kann man den Heiler nehmen. Ich gucke jetzt nicht hier großartig drauf, ne? Wo die hingehen und so. Obwohl der Barbarenkönig, den hätte ich mir mal aufsparen können. Naja, kann ich ja gleich alles dann noch mit ändern. Oder wieder quasi mit Juwelen und so hoch jagen, ne? Irgendwie. So, die Tränke kann ich ja mal behalten. Weil die brauchen auch immer dunkles Elixier, glaube, oder? Ich weiß nicht gerade genau. Oh, ich gewinne sogar. Okay, nice. Wollte ich jetzt gar nicht, aber gut.
Ich sollte Danmark gewinnen, ne? Mit deinen Schweinereitern. Weil da gibt's schön viel EP und so. Und das hört sich interessant an. So. Ja, soll ich Kampf abbrechen machen? Weil dann bleibt mein Barbarenkönig auch gesund. Ja, komm, ich würde sagen, das reicht mir. Dann gehen wir nach Hause. Ich habe sehr viel Gold dazu bekommen. Das sieht doch schon mal herrlich aus. Gut, dann ist jetzt die Frage, wie kann ich weitermachen? Ja, da haben wir ein paar Schweinealter. Ah, hier haben wir auch einen neuen Zauber irgendwie. Ja, den habe ich vorher noch nie gesehen. Keine Ahnung, warum ich den jetzt habe. Ja, wo? Ja, ich komme ja nicht richtig klar wieder. Hä, wieso? Ach so, warte mal. Was habe ich denn jetzt noch in der Warteschlange? Ah, das ist ja jetzt nicht mehr die Warteschlange, da muss ich hier gucken. Ah ja, genau. Gut, dann machen wir mal hier bitte schneller. Ausbildung beenden. Zack. Und ja, dann können wir auf den Angriff gehen. Beziehungsweise ich gehe mal auf Truppen ausbilden. Geht zu Armee. Oder nee, ich mache jetzt einfach einen Angriff. So, Kampf, damit die Quest quasi losgehen kann, ne? Ich hoffe mal, dass die jetzt auch direkt in Kraft tritt und ich nicht erst da was. Warte mal, ich gehe mal auf Kampf beenden. Weil ich hier nochmal kurz gucken will. Ich will jetzt ja nicht, dass die Quest noch nicht läuft oder so. Ausbilden. Nee, ich muss nichts bestätigen. Gut. Dann jetzt aber. Los, würde ich sagen. 110.000. Wir müssen nur gewinnen. Das heißt, es geht jetzt nicht um das Geld, sondern nur darum, ob ich gewinnen kann oder nicht. Und ja, da gucken wir mal weiter. Weil die Mauern so hochgelevelt sind. Ah ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Das machen wir mal. Da gehe ich mal hier so rein. Ne? Paar Bogenschützen setzen. Dann noch ein paar Dinger hier. Aber Bahnkönig habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ne? Den muss ich doch wieder heilen quasi. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr ganz voll war. Ne? Keine Ahnung. So, dann können wir hier die Schweinereiter setzen. Ohne Sinn und Verstand einfach. Ist vielleicht ein bisschen blöd, wenn man gewinnen will. Aber naja, so. Oh ne, jetzt setze ich das auch noch daneben, ey. Hä? Warum? Warum ist das jetzt nicht, habe ich nicht getroffen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, also das hier ist mal wieder komplett unnötig. Ja, ich hoffe, dass die Bogenschützen das hinkriegen. Eigentlich sollte es sogar reichen, wenn wir hier außen einfach die Viecher platzieren. Dann sollten die das schon machen. Ja, perfekt, da haben wir's. Das ganze Ding ist schon mal gewonnen. Gut, dann. Ja, war das ja ein schneller Kampf, würde ich sagen. Und ja, dann könnte ich ja das schon wieder beenden, oder? Naja, gut, ich warte mal noch, bis die ein paar Ressourcen gesammelt haben, ne? Ich kann es ja durchaus auch gebrauchen, wie ihr seht. Ich habe ja nicht mehr so viel Elixier sogar. Und ja, naja, ich kann ja mal abwarten hier. Und ich würde sagen, ich beende schon mal das Video. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir dann auch in der Nachtbase mal wieder was. Und ja, mal schauen. Gut, dann tschüss.